Das ist ein nagelneuer LG TV. Das ist der OLED 55B8. Der hat das neue WebOS. Das ist das Modelljahr 2018. Alles neu, alles fein. Und in dem Video geht es jetzt um die Erstinstallation. Aufgebaut, angeschlossen ist er schon. Satellitensignal ist dran. DVB-T 2 HD habe ich auch angeschlossen hinten. Und in meiner Hand ist die Magic Remote. Die ist bei dem Modell mit dabei. Mit der kann ich sprechen. Mit der kann ich einfach auf den Fernseher zeigen und vor allen Dingen erstmal den Fernseher einschalten. Jetzt bin ich mal gespannt, was müssen wir alles einrichten, wie ist das Ganze grafisch aufgebaut. LG hat ja ein eigenes Betriebssystem, das WebOS. Und jetzt geht es um Internet, Fernsehempfang und ich bin mal gespannt, was er noch alles von mir wissen möchte. Was wir benötigen, ist unsere Magic Remote. Und man sieht jetzt, ich habe auf dem Fernseher einen kleinen Zeiger, wie so eine Maus. Mauszeiger kann man sagen. Und da kann ich jetzt auf die einzelnen Punkte gleich drauf tippen und ich muss nur die Fernbedienung dabei ein bisschen bewegen. In der Mitte meiner Fernbedienung habe ich dennoch ein Navigationskreuz, ein Scrollrad und das Scrollrad, wenn ich das drücke, ist das gleichzeitig die OK-Taste. Und da steht jetzt, please press OK, fängt in Englisch an. Sind wir mal gespannt. Klick, here we go, auf geht es. Ah, jetzt geht es um die Spracheinstellungen. Ich kann jetzt quasi mit der Fernbedienung auf die einzelnen Punkte zeigen, kann aber auch mit dem Scrollrad das Ganze bewegen. Es sind jede Menge Sprachen verfügbar. Ich brauche definitiv Deutsch. Wo war es? Language, Deutsch. Klick, einmal bestätigen. Als nächstes fragt der Fernseher mich, in welchem Land ich bin. Er möchte natürlich wissen, auf welche Fernsehempfangswege er zurückgreifen kann. Vereinigtes Königreich, das passt nicht. Einmal anklicken und dann suchen wir uns da mal Deutschland raus. Da ist es. Klick. Und das Ganze jetzt noch, wenn er es rausgesucht hat, mit OK bestätigen oder er geht von alleine weiter. Nein, einmal auf OK. Ländererkennung erfolgreich. Schön gemacht. Umgebung. Bestätigen Sie, wie ich den TV verwende. Ah, alles klar. Also, ich nutze den Fernseher gleich ganz privat für mich alleine. Wenn ich aber jetzt ein Händler bin und möchte den gerne irgendwo vorführen, dann gibt es ja immer Kunden, die probieren alles aus, verstellen alles Mögliche. Und dafür gibt es den sogenannten Geschäftsmodus. Da stellt sich der Fernseher zum einen immer wieder zurück auf eine festgelegte Konfiguration und zum anderen werden auch noch ein paar Werbeinhalte und solche Sachen angezeigt, aber das brauche ich nicht. Deswegen gehe ich jetzt auf Daheim und bestätige das Ganze mit OK. Verbindung einstellen. Wie gehe ich denn ins Internet? Wir haben ja gesehen bei den Anschlüssen, LAN-Anschluss ist mit dabei auf der Rückseite. Ich persönlich nehme ganz gerne die Wi-Fi-Verbindung. Mein Router ist ganz in der Nähe, Verbindung ist schnell genug. Also einmal drahtlose Verbindung auswählen. Jetzt guckt er, welche Netzwerke denn hier in der Umgebung sind. Da ist meins, 7 Sales. Einmal bestätigen. Und jetzt kann ich das Passwort eingeben. Und das Tolle an der Sache ist, durch diese Magic Remote mit der Zeigerfunktion ist dieses ewige Geklicke rechts, 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 hoch, runter, um an diese Tastatur ranzukommen und die Buchstaben und Zahlen auszuwählen, endlich passé. Ein ganz wichtiger Punkt, ich werde euch nicht mein WLAN-Kennwort verraten. Ich gebe das jetzt ein und bitte nicht wundern, wenn gleich aus der einen 1 gleich ein riesenlanges Passwort entsteht, denn das bleibt mein Geheimnis. So, wer möchte, kann sich jetzt das Passwort hier auch nochmal anzeigen lassen, aber das sollte ja geheim bleiben. Also klicke ich jetzt auf Verbinden. So, jetzt baut der Fernseher einmal eine Verbindung zu meinem Router auf, aber keine Sorge, das Passwort gebe ich nur einmal ein, der speichert das dann ab und ist dann halt automatisch bei jeder Benutzung online. So, mit dem Internet bin ich jetzt verbunden. Da steht es auch, Verbindungstyp drahtlos. Netzwerk ist auch eingestellt. Klasse, Schritt erledigt. Auf OK unten links und weiter geht's. Erledigt. Klasse. Ach, schön gemacht, ne? Immer nette kleine Comics mit dabei. Jetzt natürlich noch die ganzen rechtlichen Hinweise, was man alles nutzen will. Kann man sich alles anlesen, Ruhe durchlesen. Ich gehe mal auf Weiter. Den Nutzungsbedingungen muss man in der Regel immer zustimmen. Der Übertragung von Informationen nicht. Das ist dann quasi jedem seine Sache, was er gerne machen möchte, was nicht. Ich stimme dem Ganzen jetzt mal zu. Ansonsten kann man sich da auch später noch entscheiden. Sprachinformationen, Teilung mit Dritten. Also guckt euch das Ganze in Ruhe an. Wer möchte, kann sich diese ganzen Bestimmungen dann auch einmal durchlesen und dann dementsprechend sich entscheiden, was er machen möchte. So, einmal zustimmen. Jetzt geht es um den Fernsehempfang. Und da fragt mich der Fernseher, wie geht das denn voran? Habe ich eine Set-Top-Box, sprich einen separaten Empfänger
Zum Beispiel von der Telekom, das ist Entertainment-Paket mit der separaten Box zum Beispiel. Oder nutze ich alle Empfänger, die im Fernseher drin sind? Oder nutze ich vielleicht sogar beides? Also kann ich jetzt eine Vorauswahl treffen. Ich sage, ich nutze nur alle Empfänger im TV. Ich habe ja Satellit angeschlossen und DVB-T 2 HD. Einmal kurz bestätigt. Okay drücken. Prima, beinahe fertig. Und was kommt jetzt? Die Sendeeinstellung. Also, was möchte ich gerne empfangen? Über welche Wege? Wir haben einen Dual-Triple-Tuner mit eingebaut, bedeutet DVB-T 2 HD, Kabelfernsehen, digital natürlich und Satellitenfernsehen digital ist drin, jeweils mit zwei Empfängern. Ich habe jetzt die Antenne angeschlossen für DVB-T 2 HD und ich habe mein Satellitensignal angeschlossen, deswegen wähle ich die beiden aus. Haben Sie einen Kabelanschluss, dann dementsprechend ein Häkchen machen bei Kabel. Und das Tolle ist bei dem LG TV, ich kann jetzt wirklich mehrere Eingänge miteinander kombinieren, ohne jedes Mal eine komplett neue Sendersuche machen zu müssen. Also weiter geht's. Na klar, nur die digitalen Kanäle suchen. Analog ist bei der Klasse an TV kein Thema mehr. Deswegen nur die beste Bildqualität. Jetzt fragt er noch kurz beim Satellitenfernsehen, habe ich, so wie jetzt hier auch schön dargestellt wird, nur einen Anschluss für Satellit oder habe ich zwei und ich habe zwei hier bei mir. Es ist wirklich wichtig, wenn Sie den Dual-Tuner für Satellit nutzen wollen, brauchen Sie zwei Eingangssignale. Das habe ich bei mir hier installiert und bitte auf Weiter. Und jetzt geht es auch schon los mit der Sendersuchlauf. Welcher Satellit ist es? Alles klar. Das kann ich auch nochmal ändern, indem ich jetzt sagen, welche Satelliten sind wirklich bei mir verfügbar? Meine Schüssel ist auf Astra 19,2 Grad Ost ausgerichtet. Ist so das gängigste für alle deutschsprachigen Programme und so. Wenn Sie jetzt einen anderen Satelliten haben, dann kann man den jetzt hier noch wechseln oder dementsprechend hier oben mit der Plus-Taste dann noch Satelliten hinzufügen. Gerade vielleicht haben Sie ja bei zwei Satelliteneingängen einen auf Astra und einen vielleicht auf Turksat oder auf anderen Frequenzen. Gucken Sie einfach mal. Bei mir bleibt es jetzt hier bei Astra. Und jetzt geht es auch schon los und es wird dementsprechend gesucht. Signalstärke, Qualität ist alles da. Wunderbar. Ist erledigt. Dann einmal hier oben links, Schritt zurück und auf Weiter. Denn jetzt startet entweder die vollständige Suche oder die Kanäle für Astra 19,2 Grad Ost. Dann weiß der Fernseher schon mal, in welche Richtung er auf jeden Fall gucken muss. Und eine vollständige Suche wäre auf jeden Fall auch zeitlich viel, viel länger. Deswegen, weil ich weiß, ich habe Astra, bleibe ich dabei. Einmal auf Weiter. Jetzt wird nämlich automatisch die Satellitenliste geladen. Das heißt, er muss nur noch abgleichen, ob die Programme auch alle passen. Dann geht das Ganze nämlich ruckzuck. So, er hat jetzt die Satellitenliste geladen. Da deutsche Kanalliste für 19,2 Grad Ost. Einmal mal kurz bestätigen. Und jetzt geht's los. Als erstes sucht er im DVB-T 2 HD-Bereich, ne? Guckt, welche Sender da verfügbar sind. Man kann jetzt hier auf der rechten Seite schon so ein bisschen was erahnen, wie man den TV bedienen kann beim Live-TV. Wie kann ich meine Sender hier zum Beispiel sehen? Es gibt Empfehlungen. Also LG hat, das kann ich schon mal vorwegnehmen, beim Bedienkomfort wirklich überall so kleine Tipps und Tricks halt eingebaut. Wenn man auch zum Beispiel nachher über die Einstellungen geht, gibt es überall noch mal so eine kleine Sprechblase quasi. Was kann ich da wo machen? Bei mir hat er jetzt hier zum Beispiel schon 66 Sender gefunden, davon 18 Radiosender. Und bei DVB-T 2 HD, ich erwähne es jetzt nochmal, weil wir jetzt gerade aktuell dafür suchen, wenn ich die Privatsender in Full HD-Qualität empfangen will, brauche ich von der Freenet TV ein Abonnement, sprich das CI-Modul, was ich hinten in den Fernseher einstecke, kostet aktuell roundabout 69 Euro für das Jahr, glaube ich, und das Modul einmalig 79, aber bitte nicht drauf festnageln, das kann sich ja alles noch ändern. Ich habe das gemacht, weil es ist einfach eine geniale Qualität. Über so eine kleine Stabantenne hier bei mir im Rheinland ist das super toll empfangbar. Das heißt, jetzt habe ich hier 95 Sender, 27 Radiosender und automatisch springt er jetzt weiter und macht jetzt den Satellitensuchlauf. Da hat er ja schon eine vorgegebene Senderliste runtergeladen. Deswegen sollte das jetzt auch nicht allzu lange dauern. Und wie gesagt, parallel kann man sich auf der rechten Seite schon mal angucken, wie es so mit der Bedienung ausgeht. Wo finde ich meine Fernsehsender nachher? Es gibt da nachher auch tolle Empfehlungen. Und in dem Sinne warten wir jetzt eben noch die Suche ab und dann geht es gleich weiter. Hey, das ging jetzt aber flott.
Habt ihr gesehen den Sprung von 0 auf 100%? 689 Sender gefunden, 86 Radiosender dabei. Das hat jetzt echt Zeitersparnis gebracht, denn eine normale, vollständige Suche, das hätte bestimmt eine Viertelstunde, 20 Minuten gedauert. So, dann haben wir das einmal auf fertig. Ja, der Fernsehempfang ist da, direkt mal mit Kika HD gestartet. Alles ist erledigt, der Fernseher ist eingerichtet, er ist online, ich habe die richtige Sprache, ich habe zwei Empfangswege fürs Fernsehen schon vordefiniert, DVB-T2 HD und Satellitenempfang. Kann jetzt hier schon mal ein bisschen leiser machen. Das war's mit der Erstinstallation. War doch gar nicht schwer. Der Fernseher macht alles von alleine, es war eine tolle Begleiterklärung mit dabei, welcher Schritt was beinhaltet. So einfach geht es, der Fernsehempfang ist da und das war's mit der Erstinstallation. Also, Sprache klar, Internet ist klar, Fernsehempfang ist klar, sogar mit zwei Empfangswegen. Der LG gibt schon Gas. Wie ich den jetzt bedienen kann, was ich hier alles machen kann, das erzähle ich euch in dem nächsten Video. Wenn euch das gefallen hat, bitte, bitte gebt mir ein Like und abonniert meinen Kanal. Es gibt auf meinem Kanal immer wieder ganz viele tolle Tutorials zu verschiedenen Modellen und Geräten und Herstellern. Und ich genieße jetzt erstmal hier schon die ersten Eindrücke. Und im nächsten Video geht es dann auch um die Bedienung des TVs. Was kann ich auf der Magic Remote alles machen? Was ist das denn hier für ein Menü? Wie funktioniert das? Also seid gespannt und vielleicht ab zum nächsten Video. Und so einfach lassen sich alle neuen LG TVs Modelljahr 2018 einrichten.